Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Game, was ich euch mitgebracht habe, was gestern rauskam, am 24.10. Und zwar Prim. Und ich hoffe, ihr werdet alle so ein klein wenig nostalgisch. Erinnert euch an die guten alten Zeiten zurück, wo wir alle noch Point and Click gespielt haben, wo wir Gronkh dazu zugeguckt haben, wie er Point and Click gespielt haben und es einfach ein richtig happy Life war. So, das werden wir heute in Prim nicht haben, denn es soll schwarzen Humor enthalten und ziemlich dark sein. Aber ich freue mich schon. Ich freue mich schon wirklich richtig, richtig dolle drauf. Und ich würde sagen, wir starten direkt ins Spiel. Der Soundtrack am Anfang gefällt übrigens auch richtig mega. Okay. Ja. Okay. Schneide den Lebensfaden durch. What? Okay. Sie schneiden den Lebensfaden durch. Warte mal kurz. Ja, ich rede mit dir, Mensch. Bist du dir sicher, dass du weißt, was du da tust? Ein Lebensfaden zu zerschneiden führt zum Tod eines Menschen. Und das ist unumkehrbar. Klotho, sag du doch mal was. Lachesis, halte dich aus der Entscheidung des Menschen raus, Schwester. Als Schicksalsgöttinnen sollen wir neutrale Beobachter sein. Habe ich recht, Atropos? Atropos erinnerte ihre Schwestern daran, dass ihr Streit vollkommen umsonst war. Die Entscheidung des Menschen war schon lange vorherbestimmt. Oh, Atropos! Kannst du nicht einmal normal sprechen? Atropos fand ihre Art zu sprechen durchaus normal und überging die Bemerkung elegant. So, Mensch, du bist dran. Was wirst du tun? Wir können nichts anderes machen als... Okay, Lachesis? Denk daran, Sonnenschein. Du musst das nicht tun. Okay. Das sterbliche Wesen wandte sich an Atropos, hoffend auf eine Lösung für das moralische Dilemma, in dem es sich befand. Worauf wartest du, Mensch? Triff deine Wahl. Was für eine Wahl haben wir denn? Wir haben doch keine andere Wahl. Denk daran, Sonnenschein. Das Worauf? Was für eine Wahl? Ich habe hier keine Wahl. Ich muss den Lebensfaden durchschneiden. Okay, wir machen's. Zack. Jemand ist gestorben. Ich mag diesen Teil der Geschichte nicht. Ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Und trotzdem musste er erzählt werden. Was? Moment mal. Ich erinnere mich an diesen Ort. Wir waren viele Male gemeinsam hier. Hä? Schatten? Richtig. Wie hast du ihn nochmal genannt? Die Welt dazwischen. Wir fanden, dies sei ein passender Ort für unsere Begegnungen. Ich meine, eine Sterbliche und der Tod. Begegnungen? Sehr charmant, Thanatos. Wie immer. Diese Schatten, sind das die Seelen, die du nicht... Ja, sie sind hier gefangen, um mich für immer an mein Versagen zu erinnern. Du musst dir selbst vergeben, Thanatos. Ich würde es begrüßen, wenn wir die Vergangenheit ruhen lassen. Du wirst dich niemals ändern, oder? Der Tod ist genauso unveränderlich wie unabwendbar. Nun zeig dich schon. Es gibt keinen Grund, deine Show bei mir abzuziehen. Hallo, Morven. Okay. Du siehst tot aus?
Ich fürchte ja. Wieso das? What the hell? Okay. Also sie wurde vom Tod schwanger? Really? Okay. Was ist mit Prim? Ist sie... Dem Kind geht es gut. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Nein, es geht ihr nicht gut. Sie braucht jemanden, der ihr zur Seite steht. Gerade jetzt. Erinnere dich an die Verheißung der Schicksalsgöttinnen, als sie geboren wurde. Eine Macht über Leben und Tod würde in ihr erwachen, sobald sie... Sobald sie 16 Jahre alt wird, ich weiß. Vergessen liegt nicht in meiner Natur. Pass mal auf. Bis jetzt war es ja in Ordnung, dass du dich fein aus allem rausgehalten und dein Ding durchgezogen hast. Wir sind sehr gut ohne dich zurechtgekommen. Aber jetzt... Jetzt ist das anders. Sie braucht Hilfe. Nun, ich hörte, die Waisenhäuser heutzutage seien besser als ihr Ruf. Ist das alles nur ein kosmischer Witz für dich? Sie ist auch deine Tochter. Wie soll ich mich um mein Kind kümmern? Du weißt, wer ich bin. Ich weiß, dass du Verpflichtungen hast, aber deine Tochter ist jetzt eine von ihnen. Sie braucht dich. Ich brauche dich. Also wirst du einen Weg finden müssen, wie du für sie da sein kannst. Versprich mir das. Versprich es mir. So sei es also. Ich verspreche es. Gut. Und sei nett zu ihr, hörst du? Ich werde es versuchen. Dann bin ich bereit, glaube ich, für das, was als nächstes kommt. Auf Wiedersehen, Morven. Gute Reise. Okay. Mal so eine kurze Frage zwischendrin, so, ne? Also, ich weiß ja, sie ist menschlich, er ist der Tod, er sieht aber eher so aus wie so ein Skelett. Wie hat das funktioniert? Wie, schwierig. Okay. Dann kümmern wir uns mal um unser Kind, hä? Ich werde Vorbereitungen treffen müssen, bevor ich das Kind in mein Reich hole. Der Tod hat eine Tochter. Das ist doch absurd. Anscheinend nicht so. Wim. In der Welt der Lebenden hatte Prim nicht den blassesten Schimmer, dass Thanatos, der Gott des Todes, bereits auf dem Weg zu ihr war. Die Gedanken des Mädchens waren von einem Nebel aus Trauer umschlossen. War ihre geliebte Mutter Morven doch erst Wochen zuvor durch einen furchtbaren Unfall verschieden. Der Verlust einer geliebten Person bringt Menschen dazu, seltsame Dinge zu tun. In Prims Fall tat sie, was alle 15-Jährigen getan hätten. An verbotene Orte gehen. Okay. Das ist es also. Namsgar ein Versteck. Sie hätte mir nie erlaubt, hier rauf zu gehen. Prim, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Da oben ist es ganz schön dunkel. Mach dir nicht wieder ins Hemd, Triss. Können wir nicht wenigstens warten, bis das Wetter besser ist? Das Gewitter macht alles doppelt so gruselig. Komm schon, du Feigling. Du hast es versprochen. Mach jetzt keinen Rückzieher. Muss ich wirklich? Tristan, bitte. Das ist wichtig für mich. Wenn ich durch Moms alte Sachen stöbere, dann fühle ich mich ihr... irgendwie nah. Wenn auch nur für einen Moment. Na gut. Aber ich bleib auf der Leiter. Wow. Was ist das alles? Ich habe keine Ahnung. Aber wir sind hier, um es herauszufinden. Okay. Linksklick zum Herumlaufen. Okay. Nice. Wir haben eine dunkle Ecke. Dieser Teil des Dachbodens ist total dunkel.
Ohne Licht werde ich hier wohl kaum was finden. Und wir wissen alle, dass die tollsten Dinge immer an den dunkelsten Orten zu finden sind. Ja, na klar. Okay, also wir brauchen Licht. Okay. Was haben wir hier? Wir haben eine seltsame Puppe. Oh, ich hoffe wirklich, dass Mom mir das Ding nicht in die Wiege gelegt hat. Wobei, es würde die Albträume erklären. Ich glaube, du hast wegen etwas anderem Albträume. Was ist das? Ist das so ein Bildchen? Ist aber sehr klein. Holy. Okay. Also wir haben noch das Ei. Hier haben wir noch ein Bild. Können wir hier noch so rübergehen? Was denn mit dem guten Tristan? Warum kommst du nicht hier rauf und hilfst mir? Nein, danke. Echt jetzt? Was ist es diesmal? Deine Angst vor Dunkelheit oder vor engen Räumen? Beides zusammen. Und vergiss die Spinnen nicht. Ach, herrje. So. Ich kann nur hoffen, dass Huhn, dem diese Monstrosität entstammt, ist genauso groß. Ansonsten... Autsch. So, nicht nur Autsch, das ist vorbei. So. Ich kann nur hoffen, dass Huhn... Okay. Was mit dem Bild? Ich frage mich, was da für ein Ort abgebildet ist. Normalerweise hat Mom keine Fotos von Gebäuden gemacht. Sie war mehr der Porträttyp. Okay. Ah, wir können sogar nach vorne gehen. Interesting. Maulwurf oder fremdartiges Instrument? Warte, Warum Tristan. Kommst du nicht hier rauf? Nein, danke. Okay. Mom und Musik? Nein, wahrscheinlich war das nicht ihre. Okay. Dann noch Maulwurfsfutter. Maulwurffutter? Seltsam. Ist sonst noch etwas? Wir haben noch ein Haus. Das Haus von Tristans Familie. Wir sind Nachbarn, solange ich denken kann. Und nachdem Mom gestorben war, hat seine Familie mich bei sich aufgenommen. Mhm. Und das Fenster. Es schüttet nicht mehr aus Eimern, viel mehr aus Badewannen. Okay. So, also wie kriegen wir jetzt hier Licht? Wir haben hier eine dunkle Ecke. Können wir denn irgendwo, gibt es hier einen Lichtschalter oder so? Was haben wir denn da? Merkwürdiges Plüschtier haben wir noch. Hinter dir! Ein dreiköpfiger Hund! Oi. Ein was? Keine Panik. Er hat heute schon einen Jungen gefressen. Ha, ha. Sehr schön, sehr schön. So, Bild. Hier sind immer diese kleinen Bilder, ne? Also hier, so. Okay. Wie kriegen wir jetzt Licht dahin? Wie irgendwie so eine Lampe? Liegt hier... Warum kommst du nicht hier rauf und hilfst mir? Nein. Ja, komm doch jetzt mal rauf hier. Hilf mir doch mal. So, Maulwurffutter. Seltsam. Die Dielen machen hier ein anderes Geräusch. Das ist beim Boden bei uns zu Hause überall so. Und ihr solltet das wirklich mal reparieren lassen. Das macht mich echt wahnsinnig. Madame kann jederzeit in ein Hotel umziehen, wenn sie möchte. Haha. Du weißt, ich bin dir und deiner Familie super dankbar, dass ihr mich aufgenommen habt. Ehrlich. Obwohl mein Dad ununterbrochen seine seltsamen Kunststücke übt? Der Mann ist so peinlich. Ein Preis, den ich bereit bin zu zahlen, um nicht obdachlos zu sein. Und um bei deinem besten Freund zu wohnen. Ja, das auch. Hey, zumindest kennst du deinen Dad. Mom hat mir von meinem nie was erzählt. Also, was ist da jetzt unter meinen Füßen? Was haben wir dort? Was haben wir? Oh! Jackpot! Eine Schatulle und... ein Geschenk? Das muss für meinen Geburtstag sein. Aber hast du nicht nächste Woche Geburtstag? In 3 Tagen und 2 Stunden, um genau zu sein. Mom hat eben vorausgeplant. Es ist, als hätten diese Sachen hier auf mich gewartet. Komm, also, naja, ist ja jetzt, also, jetzt kann ja natürlich auch uns keiner mehr davon abhalten, ne, mal so vielleicht so ein bisschen, ne, also, wenn noch 3 Tage, das sind ja eigentlich quasi 3 Tage und 2 Stunden, das sind ja nur noch 3 Tage und dann, ne, also, dann ist ja schon Geburtstag und so und dann können wir doch jetzt,
für eine seltsame Schatulle. Dafür, dass sie so klein ist, ist sie ziemlich schwer. Ich kann sie nicht anheben. Aber vielleicht kriege ich sie ja auf. Verschlossen. Und ich sehe kein Schlüsselloch. Nur eine Einkerbung in der Form eines Totenschädels. Es muss einen Weg geben, sie aufzukriegen. Und ich bin mir sicher, Mom hat hier irgendwo was versteckt. Okay. Oh, oh, was war das? Was war das? Okay. Geschenk. Oh, okay. Tagebuch. Hallo? Hi, Mom. Ich weiß, du hast mir immer verboten, dein Zeugs auf dem Dachboden zu durchstöbern. Aber ich musste mich dir einfach nachfühlen. Bitte sei mir nicht böse. Du fehlst mir. Du tust. In Moms altem Zeug etwas Spannendes finden. Die Schatulle öffnen. Okay. Und was haben wir jetzt hier? Ein Geschenk. Moms Kamera! Sie hat ihr alles bedeutet. Und sie wollte, dass ich sie bekomme. Okay, ich wollte eigentlich das Geschenk näher angucken, aber okay, also... ups. Rechtsklick. Moms geliebte Polaroid-Kamera. Sie hat das stärkste Blitzlicht, das ich kenne. Oh, damit können wir Licht machen. Okay, also die Schatulle kriegen wir so nicht auf. Wahrscheinlich müssen wir... Verschlossen. Ja. Und ich sehe, es muss einen Weg geben. Gut. Okay, also gehen wir jetzt hin und nehmen die Kamera und machen hier mal Licht. Mal sehen, ob wir hier ein wenig Licht ins Dunkel bringen können. Die Batterien scheinen leer zu sein. Ich sollte Tristan fragen, ob er mir welche holen kann. Okay. Batterien sind alt. Tristan, geh mal holen. Tristan, kannst du mir bitte Batterien aus dem Wohnzimmer holen? Ich brauche sie für die Kamera. Klar. Aber sei vorsichtig. Du kennst mich. Ich bin so elegant wie... Mir geht's gut. Er wird es niemals lernen. Hier, die Batterien. Und ein Keks. Oh, ein Keks. Danke. Ein Keks? Keks. Er mag alt sein, aber nicht alt genug, um ihn nicht mehr zu essen. Köstlich. Ist ein Keks. Sehr schön, sehr cool. So. 3 Volt voll purer Magie. Magie! In die Kamera. Damit sollte es gehen. Sehr schön. So, jetzt gehen wir hier so rüber. Und dann machen wir hier mal Blitzlicht. Auf zu einem neuen Versuch. Ich sehe hier schon so eine Kette. Ich sollte mir das Foto ansehen. Vielleicht finde ich darauf ja etwas Interessantes. Kisten? Oh, da sind noch Kisten. Noch ein großer Haufen Zeugs. Gucken wir uns das Foto an. So sieht's da also aus. Noch mehr Kisten. Wow. Aber hier. Aber Moment mal. Was glänzt da so? Da ist etwas, das das Blitzlicht reflektiert haben muss. Bestimmt kann ich es jetzt in der Dunkelheit finden. Ich kann deutlich erkennen, dass da etwas in der Dunkelheit glänzt. Ich sollte versuchen, es zu finden. Eh, dann machen wir das doch. Da nämlich. Das schimmernde Etwas. Eine Halskette. Sie muss Mom gehört haben. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr Geschmack so schräg war. Ihr Geschmack war was ganz anderes. Hust, hust. So, was ist mit der... Achso, warte. Gucken wir uns das mal an. Sie hat einen Totenschädelanhänger. Okay. Da können wir doch bestimmt mit der Schatulle machen. Genau in die Vertiefung der Schatulle. Mal sehen, was da drin ist. Was war das? Okay, das wird mir langsam zu schräg hier oben. Prim, können wir jetzt gehen? Bitte. Weißt du was? Geh du doch schon mal vor. Ich brauche sowieso einen Moment für mich.
in Ordnung? Bist du sicher? Ja. Yep. Aber lass mir noch Kekse übrig. Da musst du dich schon beeilen. Man sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Doch mit der Trauer ist es nicht so leicht. Der Schmerz verbleibt oft wie ein lästiges Stechen, das sich weigert, ganz zu verschwinden. Oder er wandelt sich, ändert die Form und wird zu einer Last, die leichter zu tragen ist. Ein Freund, der Trost spendet, ein weiches Bett oder ein Teller mit Keksen können den Unterschied machen. Denn sind wir mal ehrlich, Kekse machen alles besser. Sie ist voller Polaroids. Welch eine Überraschung. Mom hatte ihre Kamera überall dabei. Und ratet mal, wer ihr Lieblingsmotiv war. Da ist sie. Mhm. Meine Mutter Morwen. War sie nicht schön? Oh, das war nach Tristans seltsamer Besessenheit davon, Seiltänzer werden zu wollen. Ging nicht gut für ihn aus, was niemanden überrascht hat. Er ist wirklich ein Hornochse. Aber er ist mein Hornochse. Was zur Hölle? Wer ist das? Okay. Was schimmert da hinter diesen Kisten? Alright. Okay. Haben wir jetzt hier Polar... Ne? Okay. Was haben wir da? Was ist das für ein seltsames Licht? Lass mal hingehen. Ich räume sie zur Seite. Ja. Boah. Das wird mir keiner glauben. So, nach Aufnahme verteilen nochmal hier. Ich danke euch allen fürs Zuschauen. Und wer es noch nicht wusste, aber dort unten ist so ein, so dort unten irgendwo, da ist so ein Like-Button. Den könnt ihr mal smashen. Und vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr das getan habt, lasst ihr vielleicht sogar noch ein Abo da. Und ich freue mich drüber. Dankeschön.